Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe heute ein besonderes Thema. Ich habe ein Video geteilt, beziehungsweise teile es gerade, das ich sehr, sehr gut finde und das über im Prinzip die Digitalisierungs- und Kontrollpläne in Europa berichtet. Das trägt sehr, sehr gut die einzelnen Initiativen zusammen, verknüpft das mit ID 2020 und wer meinem Kanal folgt, hat davon schon was gehört. Und ich möchte das verknüpfen mit dem, was ich hier in Schweden kennengelernt habe. Erstmal muss ich sagen, dass mich das Ding, obwohl ich das ja im Prinzip vom Grundsatz her weiß und immer wieder thematisiere, dass mich das wirklich schockiert hat. Es ist nochmal so brachial und man fühlt sich so klein, sage ich mal, auch wenn am Ende die Macher des Videos natürlich versuchen, einen ja, positiven Ausklang zu finden. Es ist doch erschreckend zu sehen, wie sehr man daran baut, hier China 2.0 zu bauen in Europa. Und es zeigt auch, dass das eben über Jahrzehnte gemacht wird, dass es Stück für Stück für Stück gemacht wird. Und dass die Taktik der kleinen Schritte immer funktioniert. Sie funktioniert bei Multikulti, sie funktioniert bei Corona und sie funktioniert eben auch da. Und die Initiative ID 2020 ist ja nun auch ein alter Hut in Anführungsstrichen für Leute, die sich hier mit meinem Kanal oder anderen auseinandersetzen. Und wir kommen jetzt in die Phase, wo das alles umgesetzt wird. Und jetzt in der vielleicht künstlich herbeigeführten Krise vielleicht auch mal zur Testanwendung kommen wird. Ich habe damals auch gesagt, dass ich keine Corona-App benutzen werde, weil ich nicht will, dass der Staat mich ständig trackt und weiß, wo ich bin. Im Prinzip wird das damit aber fixiert. Noch schlimmer, ganz krass fand ich Norwegen, wo die großen ja, wohl Händler oder Handelsbetriebe verpflichtet werden sollen, dass sie die Daten von den Einkäufen an den Staat geben, damit der norwegische Staat weiß, wie gesund sich die Bevölkerung ernährt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist der Wahnsinn, oder? Wir steuern hier europaweit, es gibt überall Initiativen auf die zentrale Überwachung. Die meisten Leute merken es nicht oder es ist ihnen auch egal. Das Problem ist aber, dass wir alle hier in Europa langfristig einen Sklavenstatus bekommen. Und was die Kritiker gesagt haben, trifft auch wieder zu. Die Dinge, die eben in Corona eingeführt worden sind, die werden nicht zurückgenommen. Die bleiben halt schön. Die schlummern irgendwo in irgendeinem Gesetz vor sich hin. Das merkt keiner. Alle denken, ach, ist das alles locker und total schön und so. Und ja, die sind aber eigentlich noch da, sind im Prinzip schlummernd und lauern darauf, scharf geschaltet zu werden. Und das, was eben an Grundrechten gerne mal weggenommen wird, wird nie so einfach zurückgegeben. Auch das haben wir Kritiker immer wieder gesagt und das zeigt sich jetzt ganz deutlich. Und das wird auf verschiedenen Ebenen gespielt. Im Prinzip denke ich, dass das hier schon deutlich langfristig geplant ist, diese Dinge. Dass man wirklich eine totale Kontrolle der Menschheit haben will, dass es bei China super funktioniert. Hier ist es ja auch schon so, dass man mit Gesichtstracking angefangen hat und solchen Sachen. Es gibt scheinbar Menschen im Hintergrund, und denn irgendwie schiebt das ja offensichtlich an, die der Meinung sind, der Mensch ist eben ein Mängelwesen, er muss von einer zentralen Instanz kontrolliert werden, sonst funktioniert es nicht. Oder es gibt Leute, die einfach die Macht über die Menschheit haben wollen, quasi die Weltherrschaft. Das klingt so verrückt, aber wenn man sich das anguckt, das Video, ist das sehr, sehr deutlich. Wie schlimm das eigentlich ist mit der totalen Überwachung, dass du, wenn du zahlst, dass jeder oder dass irgendwer weiß, was du gekauft hast, wo du es gekauft hast, dass du zum komplett gläsernen Bürger wirst, dass irgendwer, auch wenn man dir erzählt, es wäre nicht so, immer nachvollziehen kann, wo du gewesen bist, was du getan hast und dass das inzwischen schon mit Benefits verknüpft wird. Dass es also Testprojekte in Europa gibt, wo du für wohlfeiles Verhalten, also Verhalten, dass der Staat also richtig einstuft, dafür Bonuspunkte bekommst. Und einen Bonuspunkt nicht zu bekommen, könnte man auch als Bestrafung sehen, beziehungsweise wenn man Bonuspunkte vergibt, sind Mahdi nicht fern. Das heißt, wir steuern da ganz direkt drauf zu. Und ich kann euch das sagen, aus Schweden, wo ich mich gerade aufhalte, genau da kann man sehen, wo es hingeht. Als ein kleines Beispiel, als ein winziges Beispiel. Hier läuft das in Schweden so, du brauchst eine Personennummer. Im Prinzip ist die Personennummer so etwas wie die Sozialversicherungsnummer in Deutschland. So weit, so gut, noch gar nicht so weit anders. Bloß,
dass du eine Sozialversicherungsnummer hast, die für ein paar Sachen brauchst in Deutschland, aber in Schweden ist es anders. Die Personennummer ist der Schlüssel für alles, wie beim Hauptmann von Köpenick. Das heißt, damit kannst du ein Bankkonto kriegen. Damit kannst du Bankverfahren wie Zisch kriegen. Damit kriegst du teilweise den Sprit nur, weil manchmal geht es nicht ohne die Personennummer. Gewisse Dinge kannst du nur mit Personennummer kaufen. Viele Dinge hängen am Staat dran, also die Personennummer gibt dir die Möglichkeit, eine ID-Card zu bekommen und so weiter. Und das heißt, die haben sich ganz natürlich daran gewöhnt, die Schweden, dass sie für alles diese Nummer brauchen. Der Punkt ist aber, wenn ich für alles meine Nummer angeben muss, was ich tue, was ich kaufe, was ich tanke, irgendwo läuft der Datensatz ja immer hin. Und wer garantiert mir, dass dieser nicht gespeichert wird? Wer garantiert mir, dass nicht irgendwer sich aus Machtgründen ein Hintertürchen in die Software eingebaut hat, selbst wenn die Leute, die es machen, es gar nicht glauben, dass es so wäre, und die Daten auslesen kann? Wenn alles, was du machst, mit einer Nummer verknüpft ist, dann kann irgendwer wissen, was du tust, und dann ist nur ein kleiner Schritt, dich zu bestrafen, wenn du nicht mitmachst. Dann braucht dir jemand nur die Nummer wegnehmen und dann kannst du gar nichts mehr tun. Dann bist du ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft. Du kriegst gar nichts mehr. Du kommst teilweise nicht mehr in irgendwelche Läden rein und das machen die mehrgleisig. Das machen die zum einen mit der Corona-Geschichte, das machen sie wie im Falle Schwedens und Schweden ist nicht der einzige Landstrich, der das so macht. Das machen ganz viele Länder, das wisst ihr nur meistens nicht. Und deshalb, viele haben mich gefragt, warum Schweden? Wieso ist vom Shithole ins nächste Shithole? Weil ich aus der direkten Schusslinie raus bin und weil es in Relation zu Deutschland viel besser ist. Im Prinzip ist alles besser als Deutschland. So könnte man es auch sagen. Allerdings, in Europa bist du weiterhin verloren. Das wird China the next level sozusagen. Da arbeiten die kräftig dran und das läuft immer so mit der Taktik der kleinen Schritte und es funktioniert. Es läuft auf vielen, vielen Ebenen und Corona ist nur ein Weg mit dem Gesundheitszertifikat. ID 2020 ist ein Weg, dann die Personennummer ist ein Weg. Und wir lassen das leider alle mit uns machen, weil wir es auch so schwer merken. Und die, die es merken, können die anderen so schwer aufwecken. Und wenn man es schafft, überhaupt, dann interessiert es sie meistens gar nicht, weil sie keinen Drang zur Freiheit haben, sondern gerne im goldenen Käfig leben und die Verantwortung abgeben. Das ist so in der menschlichen Spezies drin. Ich merke halt am Beispiel Schweden eben, wie es ist und wie leicht es manipulierbar ist. Und die bringen in dem Bericht auch das Beispiel von China, wo Protester dann einfach mal die Corona-Warn-App oder wie das da hieß, die Corona-App auf Rot gestellt wurde und dann konnten die keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen und so weiter. Und wenn wir nach Europa gucken, dann wissen wir auch, was kommen wird. Es gibt hier eine Klima-Ideologie, es gibt eine Multikulti-Ideologie, es gibt einen Schuldkult und da wirst du die Punkte sammeln. Wenn du also schön links, bunt, Multikulti, Klima indoktriniert bist, dann wirst du am gesellschaftlichen Leben langfristig teilnehmen dürfen. Wenn nicht, dann nicht, sozusagen. Das Schwierige ist, dass dieses System seit Jahrzehnten wahrscheinlich läuft. Dieses Stückchen für Stückchen Vorbereitung. Da sind viele, viele kleine Bausteine drin, Abschaffung des Bankgeheimnisses etc. Und als normaler Mensch merkt man es nicht, weil keiner glaubt, dass Pläne so langfristig sein können. Oder vielleicht ist es auch kein Plan, sondern es gibt sich einfach immer praktisch und die Mächtigen, die an der Macht sind, erkennen immer ihre Möglichkeiten und treiben das jedes Mal ein Stück weiter voran, wie die Technik es eben ihnen eben ermöglicht. Das wäre auch eine mögliche Erklärung. Aber da es eben eine kleine, inkrementale Veränderung ist, kriegt das der normale Mensch nicht mit. Wenn ich mir angucke, was, sagen wir nur, multiethnisch hier passiert ist, seit, sagen wir mal, nur den 80er Jahren, wo ich Kind war, bis heute. Das ist eine unfassbar riesige Veränderung. Aber das merkt man nicht, weil es Stück für Stück geht. Würdest du aber jemanden im Jahr 1980, das Jahr 2022, direkt hinhalten, der würde schreien und würde es überhaupt nicht fassen können. Und das ist eben dieser Punkt. Deshalb funktioniert es. Deshalb funktioniert alles. Deshalb funktioniert auch die Umvolkung. Deshalb funktioniert die Digitalisierung, die totale Überwachung, Corona. Genau deshalb. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, und das ist eine sehr schwache Hoffnung, immer wieder diese Dinge zu zeigen, den Leuten zu zeigen, wo es hingeht und sie zu fragen, willst du Sklave sein?
In der Hoffnung, dass die Leute sich noch irgendwie bewegen. Faktisch ist es aber wahrscheinlich so, dass die meisten Leute das gar nicht interessiert und dass sie gerne Sklaven sein wollen. Und dass es nur wenige gibt, die den Drang zur Freiheit haben und bereit sind, große Opfer auf sich zu nehmen, wie ich das jetzt in Anführungsstrichen tue für mich. Und ich bin ja noch nicht mehr raus aus der Nummer. Das heißt, faktisch gesehen, Europa ist wahrscheinlich verbrannte Erde. Langfristig muss man wahrscheinlich weiter als Europa ziehen, wenn man das hier nicht hinkriegt. Oder es vielleicht kleinere Enklaven gibt. Vielleicht Ungarn. Wer weiß. Ob das da so ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es da komplett anders. Da bin ich nicht drin. Die da rausbrechen, die ja nicht mitmachen. So kleine Enklaven der Freiheit sozusagen. Der Druck wird auf die aber natürlich dann groß sein von denjenigen, die es hier durchsetzen wollen. Wie gesagt, ich war total schockiert wieder, wenn man das nochmal so zentral vor Augen geführt bekommt. Ich weiß aber, dass ich vor 1 oder 2 Jahren mal am Strand ein Video gemacht habe, wo ich ein Bild der Zukunft gezeigt habe, wie ich das von jetzt absehe. Und ich fürchte, wenn ich mir das heute angucken würde, dann ja, würde das wahrscheinlich voll zutreffen. Schätze ich mal. Und würde das genau schneiden, wie das in dem Bericht ist. Ich glaube, Sommer, könnte ich in Sommer 21 gemacht haben. Oder Sommer 20, das weiß ich nicht genau. Ich werde mir vielleicht manchmal nochmal irgendwann just for fun das geben, mal alte Videos von mir zu gucken und zu schauen, wie habe ich damals ausgesehen, was habe ich damals gedacht, wie habe ich damals argumentiert und passt das noch, habe ich mich geirrt oder nicht. Das werde ich mir irgendwann, wenn ich Zeit habe, mal geben. Möglicherweise erschrecke ich mich da. Möglicherweise bin ich auch mit einigen Sachen übers Ziel hinausgeschossen, das wäre natürlich schön. Ich kann das immer nur vom Moment aus prognostizieren. Ich sage ja aber auch immer, es gibt exogene Störgrößen, die reinkommen können, die alles nochmal verändern. Interessant ist natürlich, wie wirkt ein Blackout jetzt zum Beispiel? Wenn so etwas käme, ist die Frage, sind die Kontrollinstanzen noch da? Wenn die Energie fehlt und das Internet, was mit den Apps? Ne? Schlimmer aber gedacht, wenn ich voll durchdigitalisiert bin und ich brauche für alles dieses Ding und dann kommt ein Blackout, dann geht gar nichts mehr im gesellschaftlichen Leben, weil wir alle komplett an diesen elektronischen IDs hängen. Ein schönes Beispiel ist, ich habe mal auf einer Arbeit gearbeitet, da hatten wir PCs, ich glaube Eagle-PCs heißen die, die hatten im Prinzip nur eine Verbindung und alles an Daten lag auf einem zentralen Server irgendwo. Und es ist halt einfach passiert, dass sie Mist gebaut haben, dann hattest du einen Rumpf-PC ohne eigene Daten, du konntest nichts damit arbeiten. Es ging nichts mehr. Und das ist noch ein ganz einfaches Ding. Jetzt überlegt euch mal, wenn das gesellschaftliche Leben durch einen Stromausfall zusammenbricht. Und alles basiert auf so einer elektronischen Kennziffer zum Beispiel oder biometrischen Daten. Dann bricht alles nur deshalb zusammen, weil keiner mehr offline wirken und arbeiten kann. Und das ist aber eben der Punkt, über den ich nachgedacht habe, ob sich das jetzt ändert, wenn wir jetzt diese Blackout-Gefahr sehen, diese Energiekrise etc., die natürlich aber auch gewollt ist, ob nicht das die Gesellschaften wieder dazu bringt, von Digitalisierung etwas abzurücken und wieder mehr in die Offline-Welt zurückzukehren. Es war lange ein Trend, das ist altbacken Offline-Bücher, Zeitung, Akten. Wer braucht denn sowas, ne? Alles nur in Richtung Digitalisierung. Was soll das schon passieren? Ja, wir sehen, was da jetzt passieren kann. Und auf einmal wären Offline-Sachen ganz gut. Außerdem sind diese Sachen fehleranfällig. Ich erinnere an diesen Xerox-Skandal, wo die irgendwann festgestellt haben, dass ihre Großscanner bei Kunden fehlerhaft sind und andere Zahlen sozusagen ausgewiesen werden bei Scans, als sie im Original waren. Nur mal so als Beispiel, wie hart es daneben kann mit Digitalisierung, daneben gehen kann mit Digitalisierung. Das heißt, erleben wir jetzt vielleicht einen Offline-Schwenk? Leute, die sich vom System auch abkehren oder Leute, die wieder parallel offline etwas tun. Ja, es gibt Einkaufsmärkte, die können ohne Elektronik gar nichts mehr, die können nichts verkaufen. Wenn jetzt die Blackout-Gefahr kommt, wie gut wäre es, wenn man nochmal ein internes Kassensystem hätte, was funktionieren würde vielleicht in irgendeiner Form. Ganz ohne Strom ist natürlich schwierig, aber zumindest vielleicht ohne eine Serveranbindung irgendwo anders, sind, dass man wenigstens mit einem Notstromaggregat seinen Laden sozusagen und die Kassen betreiben kann. Ich frage mich, ob solche Gedanken bei großen Geschäften schon laufen oder nicht und ob wir da wieder eine Gegentendenz und eine Gegenbewegung finden. Das Interessante ist, dass diese verschiedenen Planschichten, die da laufen,
scheinbar ja, dich durchaus auch behindern können gegenseitig, sodass man sich die Frage stellen muss, ist das gewollt für maximales Chaos? Oder gibt es da verschiedene Mächte, die am Werk sind? Ja, Machtinteressen, Machtzirkel und sich deren Pläne schneiden sozusagen oder kreuzen. Kann ich alles nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall in einer spannenden Welt. Ich persönlich habe eben entschieden, ich wusste das, nach Schweden zu gehen, obwohl es wie in Deutschland ist, was Multikulti angeht. Obwohl die Digitalisierung schlimmer ist als in Deutschland, aber ich wollte meine Familie aus der Schusslinie raus haben, aus der direkten. Das war mein Ziel. Und das ist erstmal gut. Ich bin hier ruhig auf dem Land. Jedenfalls noch. Ich kehre demnächst nach Deutschland zurück, wie gesagt, wegen Arbeit. Und aber ich weiß, dass meine Familie erstmal in Sicherheit ist und nicht im Zentrum der Welt ist, sondern weit draußen auf dem Land, wo selbst wenn die großen Unruhen sind, normalerweise nichts passieren dürfte. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich versucht habe, das zu tun, was in meiner Macht liegt, um wenigstens meine direkten Lieben zu schützen. Ich habe es auch anders versucht, natürlich, und jahrelang versucht, natürlich das System umzukehren, aber natürlich muss ich auch erkennen, dass es so nicht funktioniert, wenn nicht alle mitziehen. Dementsprechend habe ich eben ja meine Entscheidung getroffen und dementsprechend die Leute, die immer sagen, ja, wieso von einem Shitort zum anderen, wieso und überhaupt, naja, ich habe mich nicht verschlechtert. Nur weil Multikulti genauso schlimm ist und Digitalisierung schlimmer, heißt es ja nicht, dass ich mich verschlechtert habe oder dass es gleich schlecht geblieben ist. Ich habe jetzt mehr Freiheit, die ganze Maskenkacke muss ich nicht mitmachen, die ganze Zertifikatsache nicht, die ganze Testsache nicht. Ich kann hier frei leben, locker, der Staat geht mir nicht ständig auf den Sack. Und das ist erstmal ein Schritt nach vorne. Das muss nicht der endgültige sein, das kann sich auch alles noch ändern. Und ich habe schon mal gesagt, im Augenblick würde ich sagen, Europa ist verbrannte Erde wahrscheinlich. Oder ein großer Teil Europas. Aber erstmal ist es mein Schritt. Und das Schöne ist, ich kann euch aus dieser Perspektive eben berichten und kann euch eben davon erzählen, wie es hier läuft, weil hier sind wir schon einen Schritt mit der Digitalisierung weiter. Und du kriegst hier arge Probleme, hier läuft alles elektronisch, wenn du keine Personennummer hast. Ich war schon froh, selbst Parken war mit einer App nur möglich, da gibt es keinen Automaten. Du musst eine App nehmen. Die ging wenigstens ohne Personennummer, Gott sei Dank, aber auch das kann man mit Personennummer koppeln. Also man sieht, wie einfach es ist. Und der schwedische Weg wird auch für ganz Europa kommen. Das wird vorbereitet, ja. Es ist eben nicht so, dass das jetzt in Schweden so ist und wir sind da lange von verschont. Nein, nein. Herbst 23 wird das wahrscheinlich in ganz Europa kommen. Von daher kann ich euch schon mal erzählen, was auf euch zukommt. Vielleicht ganz gut, quasi eine Botschaft aus der Zukunft. Vielleicht kann man es noch abbiegen in irgendeiner Form. Ich habe da wenig Hoffnung, gebe ich zu. Weil der Mensch eben sich gerne versklaven lässt, scheinbar. Aber ich spreche es wenigstens aus und wenn es für die Nachwelt ist. Und deshalb gebe ich auch euch einen Tipp auch. Versucht wieder mehr offline zu sein. Sammelt Bücher. Denn was jetzt passiert, ist moderne Bücherverbrennung. Denkt an Pippi Langstrumpf, ja. Der Negerkönig ist, oder Menschenfresser ist keiner mehr, es ist irgendwie anders. Ich glaube, der Negerkönig ist zum Menschenfresser geworden. Ach, ich weiß es gar nicht. Oder zum Sützi-König. Es wird ja alles, die Geschichte wird ja bereinigt, indem die Bücher umgeschrieben werden. Und das geht natürlich bei digitalen Daten sehr einfach. Wenn ihr aber noch echte Bücher habt, dann ist das ein ziemlicher Schatz. Denn da ist die Welt skizziert, wie sie früher gesehen wurde, bevor eine Weltsicht europaweit übergestülpt wurde. Und das ist ziemlich wertvoll. Und seht zu, dass ihr auch Offline-Dinge könnt. Wie gut ist es heute, Handwerker zu sein, der Dinge tun und schaffen kann? Vielleicht gibt es eine Renaissance dieser Dinge eventuell noch. Vielleicht werdet ihr irgendwann in der Lage sein, dass ihr nicht die ID bekommt, die ihr haben wollt. Oder dass ihr bestraft werdet, weil ihr etwas nicht tut, was quasi klimaneutral ist oder sonst was. Und dann müsst ihr vielleicht Leistungen tauschen irgendwann am Rande der Gesellschaft. Wissen wir alle nicht, was kommt. Vielleicht klingt das total krass. Aber vielleicht ist es in 20 Jahren so. Und vielleicht ist das Video dann dezentral bei Odyssey gespeichert und irgendwer kann sehen, was in der Vergangenheit gedacht und gesagt wurde. Vielleicht. Oder sich daran erinnern, wie die Welt auch sein könnte. Denn zentrale Machtstrukturen, die alle beherrschen, sind ja nur ein Modell der Geschichte. Was immer funktioniert, ist auch dezentral. Ja?
denkt auch an libertären Ansätze zum Beispiel. Dezentralität und dezentrale Organisation sind auch möglich für Gesellschaftsmodelle. Es muss nicht immer der Zentralstaat mit der zentralen Machtposition sein. Dass das so gemacht wird, liegt nur daran, dass es immer Leute gibt, die machtaffin sind, die herrschen wollen und ihren Willen allen anderen aufzwingen wollen. Das ist aber nicht ein Naturgesetz, dass es so sein muss. Wenn ihr in die Natur guckt, guckt euch einen Ameisenhaufen an. Der steuert dezentral. Oder einen Bienenstock. Da geht nicht die Königin die ganze Zeit rum und sagt allen, was zu tun ist. Das funktioniert reibungslos und zwar dezentral. Schauen wir also in die Natur. Dort können wir eben auch andere Möglichkeiten sehen. Wir sind hier nicht darauf verpflichtet, dass es so laufen muss. Das sollte uns vielleicht positiv stimmen. Gut, das waren schon fast philosophische Nachtgedanken. Für mich war es ein spontaner Schuss, weil ich das Video gesehen habe und es mich so bewegt hat. Guckt es euch an, es ist krass, es ist auch irgendwo beängstigend, was da passiert. Aber verweigert euch, solange ihr könnt, so gut ihr könnt. Achtet auf eure Daten, überlegt zweimal, ob ihr das so machen wollt und wie ihr das so tut und ob ihr wirklich überall posten wollt, auf Facebook oder sonst wo. Ich bin darauf angewiesen, wenn ich euch erreichen will. Das ist so. Aber für euch privat gibt es vielleicht nicht so viel Zwang. Ihr müsst vielleicht nicht jedes Foto mit einem Eis drauf oder wenn ihr im Museum seid, posten. Ihr könnt es vielleicht auch einfach lassen. Und der Krake sozusagen ein paar mit dem Stinkefinger zeigen. Der Datenkrake. Na gut, das war's für mich heute. Viel Gerede einfach mal so. Ich ja, wünsche euch einen schönen Abend. Hoffe, ihr teilt mein Video. Da es schon ein ganz langes Video ist, wird es wieder nicht dazu dienen, mich voranzubringen. Ist mir egal. Ich mache die Sachen, weil ich sie will, weil ich es kann und weil ich es so wichtig finde. Und wenn es nur 10% der Menschen gibt, die das angucken, ist mir das auch recht. Dann ist es eben für die, die lange Gedankengänge mögen. Kurz, können wir anders machen. Das war's von mir. Ihr kennt, was jetzt kommt. Kommt auf den wandernden Wolf. Kommt auf den einsamen Wanderer auf Telegram. Einsamer Wanderer 4 auf Twitter, Lone Wanderer auf Getter und dann findet ihr den einsamen Wanderer noch auf verschiedensten Plattformen, TikTok, Odyssey, Frei3, BitChute. Ihr findet mich, da bin ich mir sicher. Macht's gut, bleibt mir gewogen und teilt mich. Danke.